Ein herzliches Valhalla, ihr Lieben. Ja, heute geht es um Lunden rundherum und mittendrin. Ihr seht, hier leuchtet so viel Gold und Rätsel und so ein Kram halt. Und das will ich jetzt alles nach und nach angehen. Oder? Ah, ne, die Quest wollte ich ja zuerst mal, ne? Habe ich schon wieder ganz vergessen. Wir machen zuerst die Quest. Und in der nächsten Runde gibt es dann die Schatzsuche. Die habe ich ja schon wieder ganz vergessen. Eine Rivalität für die Ewigkeit. Rede mit Maximilian über die Statue. Maximilian wohnt beim Haupteingang des Amphitheaters in Lunden. Also müsste er eigentlich hier irgendwo sein. Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Hier sehe ich mal noch nichts. Ich glaube, der wohnt hier drin, würde ich annehmen. Ne, noch ein gutes Stück weiter vorne, okay. Da vorne rechts irgendwo. Finde. Da ist diese er. Statue ist so zerbrechlich wie der Rest meiner Sammlung und kostet mehr als dieses Erdloch, das du Heim nennst. Ich habe einen Freund, der diesen kleinen Römer braucht, den du hast. Osbjörd aus London. Ich habe eine Vermutung, wer dein Freund ist. Und nein, Osbjörd bekommt so etwas Feines nicht in seine fettigen Bauernhände. Osbjörd? Wie köstlich. Ja, Osbjörd. Ein passender Name für einen Versager. Wenn ihr sie will, kostet es ihn das Gewicht einer Kuh in Silber. Charisma erholen. Erhöhen. Naja, egal. Ich gebe dir das verdammte Silber. Oh. Das ist. Ja, danke. Nun, das ist doch richtig so. Du kannst den Legionär haben. Okay, das war irgendwie viel zu einfach. Okay. Ich muss das zu Osbjörn bringen. Weltereignis abgeschlossen, Krieg der Sammler. Okay, dann gibt's, wir haben mir das jetzt irgendwie größer vorgestellt. Aber dann geht's natürlich doch weiter mit was auch immer. Das ist der Stein, würde ich sagen. Immer mal ein bisschen okay. Einmal da drin, wie kommen wir da rein? Die muss von der anderen Seite versperrt sein. Okay, da ist einer. Kann ich denn irgendwo? Okay, wenn da schon Pfeile sind, muss ich auch irgendwo reinschießen. Wie sieht's hier oben aus? Okay. Nee, doch nicht, hätte ich jetzt gedacht. So, dann wechseln wir mal den Bogen. Ja, von hier nicht. Von hier eventuell.
Ich wundere gerade, dass der Punkt so weit von der Seite weggezeigt wird. Schon auf den richtigen ziehen, glaube ich. Doch nicht. Nee, so nicht. Ach, da oben. Ach, nicht einfach reinklettern? Naja, das wäre noch einfacher. Naja. Was soll ich sagen? Nummer 1, hier war da noch einer in der Nähe. Da oben. Da vorne ist ein Schlüssel. Schön alles mitnehmen. Eine gelbe Feder. Oh. Wo landen wir denn da? Dieser Ort wird gut bewacht. Da wollte ich eigentlich hoch. Okay. Was sind das für Spuren? Ah, okay, die kann ich befreien. Ah, okay, ich erinnere mich, wo ich hier bin. Das geht doch bestimmt von hier aus, wa? Naja. So, meine Freunde. So, muss das. So, kurz mal von hinten überreicht. Wo war jetzt der Schlüssel? Den Schlüssel nicht mehr. Aber hier war ich doch schon. Sorry. Genau zu dem wollte ich jetzt eigentlich nicht. Schön, dass der immer dann wegspringt und zum anderen. Oh.
kleine Rune. Hat mir also doch ein bisschen genommen. Nur mal gucken, wo hier jetzt noch was ist. Ja, hier oben, ganz wichtig. Mal gucken, wie ich da hinkomme. Was, ich sehe doch gar keinen nach da oben. Bin ich das? Ich glaube, du bist jetzt runter zu mir und ich bin auch zu dir, oder was? Was passiert da? Wie ist denn wir jetzt hin? Du gehörst Odin. Ruhe hier. Das hat der mich auch noch gesehen, oder was? Bleib stehen, hörst du? Nimm das! Nee, so gar keine Lust. Keine Zeit für sowas. Okay, mal gucken, wie ich da reinkomme. Ich dachte eigentlich, ich hatte jetzt den Schlüssel. Okay. Hier rein. Tatsächlich, hier geht's rein. Gut versteckt. Bin mal gespannt. Buch des Wissens. Bester Freund des Menschen. Okay, hätte dein Wolf eine Verbesserung, der Wolf bleibt im Kampf an deiner Seite. Oh, das ist cool. Muss ich dann, glaube ich, mal öfter verwenden. So, nächstes Tier war da drüben. Einfach mal so im Kreis laufen. Stirbst du. Okay. Wo war jetzt der Schatz? Okay, dann gehen wir mal wieder suchen. Oh. Ja, ist klar. Ja, ich merke schon. Wo war ich denn schon wieder? Jetzt mal ausgehen. Es stinkt, verdammt! Ich
Ja, endlich. So, wo ist denn jetzt der Schatz? Mama! Okay, geht's hier irgendwo hoch? Ja. Gefunden! Was haben wir denn hier noch? Ganz viel Silber. Na, kriege ich wenigstens die 130 Ecken wieder. Für die Statue. Okay. Ich überlege, ob ich die da oben auch mitmache, aber. Ich glaube, das dauert dann zu lang. Schwere Entscheidung. Dann gehen wir erstmal dahin. Da vorne. Perfekt. Eduard Gango. Ja, du mich auch. Irgendwo da rein oder wie? Oder was? Ja, definitiv irgendwie irgendwo da rein. Okay, ich dachte, der bringt mich jetzt höher. Immerhin. Schau Mama. Und dann wollen wir doch zum Pfeile wegschießen. Sehr schön, 100 Vorräte, das ist gut. Und jetzt weiter nach Norden. Ja, würde ich sagen, nach Norden. Ich glaube, hier muss ich zwei Runden Schatzsuche machen. Das wird sonst zu groß. Wo bist du denn? Du bist doch da unten irgendwo. Wo bist du? Da oben oder was? War das jetzt gerade da? Ich glaube, ich habe es gesehen.
Ich bin blind. Ein Meter in der Richtung. Gut. Da fliegt mein Vogel. Aber mal ganz ehrlich, wo will denn das Ding dann hinfliegen? Okay, dann warten wir mal kurz, ob das auftaucht. Da ist er doch schon wieder. Verdammt! Ich habe so Augen verloren. Wie hätte ich denn von da weiter springen müssen? Ja, geht doch. Verdammt! So, einmal versuchen es jetzt noch. Und sonst geht es erstmal weiter. Ich gleich da vorne. Verdammt. So, jetzt mal da hoch oder was? Na, geht doch. Okay, das war jetzt mehr Zufall wie sonst was. Tattoo-Enten, yeah! So, kommt auch noch. Welcher Entwurf? Ultras Mal, Kopf. So, wenn ich jetzt noch erkenne, wo Norden ist. Das ist Westen. Süden. Norden würde ich sagen, okay. Zu tief. Ja, egal. Dann machen wir mal die Nordschätze. Das ist schon Nummer Uno. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Schlüssel sehe ich nicht. Mal gucken, ob es einen anderen Eingang gibt. Nee. Aber ich sehe mal keinen. Den kann man auch nicht aufschießen. Bin mir ziemlich sicher. Da oben geht es auch nicht rein. Das könnte unter Umständen ein Schatz sein, den wir für ein Rätsel bekommen. Und da soll noch einer sein. Ganz ruhig, my lady. Da vorne. Direkt neben dem Kauern. Nicht sehr gut gesichert, mein Freund. Nicht sehr gut gesichert. Die
stimmt. Ja, beruhigt euch. Ich guck mal nochmal, nicht, dass ich ein bisschen reiten muss. Oh ne. So. Weiß nicht, kann ich nicht kaputt hauen? Was soll denn? Tolle, wo ist das denn jetzt ein bisschen? So. Dann haben wir den auch. Ist hier noch was? Ne, sieht nicht so aus. Oh, da oben ist ein großer. Da hinten ist aber, leuchtet auch noch was Weißes. Nur mal kicken. Das Weiße ist bestimmt wieder so ein verfluchtes Gebiet, würde ich mal annehmen. Ort entdeckt. Hammesham. Okay, da vorne gibt es einen Schlüssel, das sehe ich schon mal. Süßes kleines Örtchen. Schlüssel. Ja, euer Silber. Okay. Haben wir denn hier ein Briefchen? Verschollener Pierce. Adelheid kam vorbei, um sich nach Pierce Verbleib zu erkundigen. Seltsam, ich habe ihn nicht gesehen, seit er vor 3 Tagen lostrug, den Brunnen zu überprüfen. Hoffentlich lief er keinen Werwölfen, Dänen oder sonstigen Bestien über die. Bisschen umgucken muss man sich ja mal. Okay. Ein kleines Schätzeli. Okay, Kupfernägelwaffen gerne gesehen. So, jetzt kann ich ein bisschen reiten, würde ich sagen. Oh ne, das ist gar nicht so weit weg. Ach ne, erst danach, okay. Verstehe. Mal gucken, was da vorne ist. So, da irgendwo im Brunnen. Okay, da führt uns also der Brief hin. Na ja, ganz schöner Sauhaufen hier unten. Da ist Schatzhardkarte eingesammelt. Oh, die muss ich auch irgendwann mal alle einsammeln. Naja.
So, jetzt können wir den Gaul rufen. Nein, mal dahin. Sonst noch was? Nee, ne? Nee, sonst sieht es auch mal aus. Ach, waren ja trotzdem nur 150 Meter. Da unten leuchtet einer. Diesen Wachen entgeht nichts. Dürfen wir sogar ein bisschen rumklopfen. Nicht da irgendwo rüber? Hm. Hat ja auch mich denn da jetzt gesehen, der da unten etwa? Ja, komm zu Papa. Haben wir zu lange gewartet? Ja, komm her. Ja? Na komm, mach schon. So war das nicht vorgesehen, aber wenn sie nicht kommen will, will sie nicht kommen. Die Hälften waren es hier nicht. Zu langsam. Ja, Plünder schon. So ist brav. Das hat sich für mich gelohnt dahin. Ich habe einiges an kleinen Plündergramm auf jeden Fall. Toll. Da vorne. Da vorne haben wir noch einen Schwarzeli. Gut versteckt. Oh, Titan, sehr schön. Ja. Wenn wir noch hier hin, würde ich sagen. Das kriegen wir noch hin.
Was seid ihr denn da oben noch für zwei? Bin neugierig. Die gehört bestimmt auch zu denen, wa? Okay, das hat gar nicht so geklappt, wie ich das wollte. Sag mal. Ich versuche, ich verfluche dich auch. Der will mich jetzt, glaube ich, veräppeln. Wieso machen wir den anderen da jetzt nicht mehr? Ah! Zurück! Zurück! Gott! Mann! Mann, 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 Mann! Nicht okay. Erwischt werden. Okay, laufe ich wieder besser. Ich darf hier nicht erwischt werden, sagt er. Okay, das ist auf jeden Fall ein ganz schöner Haufen von denen. Ist denn da, wo ich hin will? Ja, anscheinend schon. Bin auch eine Etage tiefer. Sind die hier in der Luft oder was? Tatsächlich, oder? Finde einen Schlüssel für jedes Thronschloss, ne, tolle Wurst. Ich glaube, dann weiß ich auch schon, wo der Schlüssel ist. Na, habe ich mir gedacht. Schön, dass die hier so auf einem Haufen rumlungern. Zum Bumm machen. Okay.
Alles klar. Fliegt vorsichtig! Aus Geier. Sehr schön. Ja, brüllen schön an. So, da haben wir doch noch eine. Naja. So. Lesen, geheimnisvolle Nachricht. Vielleicht locken dich die Sirenen ins Innere, wegen dieses Schatzes, der tief in ihrem Reich liegt. Lass sie dich nicht dort festhalten. Okay. Bin ich auf der falschen Seite, oder was? So, wo war denn jetzt der Schatz nochmal genau? Da unten auf jeden Fall. Dann bin ich auf der falschen Seite. Da bin ich gekommen. Geht's hier runter? Nee, ne? Ich hätte mir mal die Richtung merken sollen. So, geht doch. Was gibt's denn hier? Kupfer und Nickelbarren. Ja. Okay. Ich würde mal noch versuchen, daran zu kommen, vielleicht. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Intakte Bruderschaftshaus Lodenium. Ah, okay. Sehr schön. Dann natürlich nur, wo die frei. Ich nehme an, hier irgendwo. Oder auch nicht. Also unten ist klar. Jetzt vielleicht hier rein. Hier kann ich mich nur verstecken. Und Opal. Hat sich also zumindest mal ein bisschen gelohnt. Mal suchen. Wird wieder auch nicht versteckt sein.
und sieht mir nach einer Tür aus. Das sieht gut aus. Glaube ich. Okay. Den kann ich von hier aus wohl nicht bewegen. Nicht so oft, dass ich drehen kann. Okay, hier geht's auch nicht rein. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ist schon klar. Okay, mal ausgucken. Nee, okay. Interessant. Mal eine Runde meditieren, damit es wieder hell wird. Ich glaube, im Dunkeln suche ich mir da sonst was. So, ist gleich viel besser. Also in die Richtung darunter war ja schon mal nicht schlecht. So, ich weiß nicht, die zwei stehen da so rum. Ja.
dein letztes Stündlein. Ja, verfluch mich ruhig. Aber ich will wissen, warum ihr da rumsteht. Okay, da unten ist auf jeden Fall auch ein Schatz. Sind da Viecher drin oder was? Ich weiß, der Schatz ist da. Okay. Okay, da sind wir auf dem Weg. Okay, der ist nicht tief genug. An sich hätte mich das auch gewundert, das ist viel zu weit weg. Hier reingucken. Okay, genau, das war der. Sind wir schon wieder da? Also gibt mir bestimmt einen Trick, wie man da reinkommt, aber ich bin noch nicht hintergekommen. Ich habe auch keinen anderen Eingang oder so gefunden. Weil da oben leuchtet irgendwie rein. Mit vielen Vögeln. Also beziehungsweise Fledermäuse. Muss man nochmal da hoch. Okay, ja, mal gucken. Und was hat's mit diesem Gebüsch auf sich? Ah. Ich glaube, ich hab's erkannt. Ich glaube, ich habe es erkannt. Schon pfiffig gemacht, das muss man sagen.
Okay, let's go. Wie geil. So, gefunden. Dann ist gleich unter Wasser hier. Oder auch nicht. Ich sehe gerade mal gar nichts. Da war auch kein Durchgang, da auch nicht. Nee, kein Durchgang. So soll's auch hier raus. Anordnung zum Rückzug. Kavette. Alle im Einsatz befindlichen Verborgenen werden hiermit aufgerufen, dieses Land zu verlassen. Alle, die unsere Arbeit fortführen wollen, sollen sich zu unserem Haus in Kolonia begeben und werden dort willkommen geheißen. Magister Witwis offenbare Intent irgendwas, das hast du nicht gesehen. So, aber der Schlüssel war doch hier eigentlich irgendwo. Ja, also ich sehe den Schlüssel. Hier ist irgendwo da hinten. Schön, dass der Schlüssel hinter der Tür ist. Okay, also eigentlich kann es ja nur unter Wasser weitergehen. Aber das schauen wir uns dann bei der nächsten Runde genauer an. Dann geht es nämlich genau hier weiter. Und ja, dann machen wir die restlichen Schätze hier auf jeden Fall mal. Und dann sind da noch so ein paar Rätsel und sowas. Ne, das kriegen wir dann auch noch hin. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Schauen. Sag bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye.